Busch-Taxis von Toyota, ja, so werden sie genannt. Das sind die neuesten Modelle, die es gibt. Ja, sie sind speziell modifiziert und auf der Jungfernfahrt zu einem ganz besonderen Ort, direkt an der holländischen Grenze. Hier sind zwei, die wirklich diese Jungfernfahrt begleiten mit zwei Fahrzeugen. Stellt euch mal kurz vor, wie ist der Name? Ja, ich bin der Bernd, das zweite Mal jetzt hier auf der Messe. Letztes Jahr waren wir auch hier entsprechend und das Fahrzeug ist gerade fertig geworden. Wir haben die erste Nacht hier drin verbringen dürfen und testen auch so die letzten Dinge jetzt aus. Ja, wir sind in Kalka auf einer schönen 4x4-Messe. Es finden im Moment nicht so viele Messen statt, oder? Absolut, es ist sehr, sehr traurig. Gut, die Umstände zeigen es ganz einfach. Es ist nachvollziehbar, dass leider Gottes viele Messen abgesagt werden. Wir sind froh, dass es hier stattfinden kann, weil wir schon die Messe für relativ wichtig halten. Es ist schön für die Veranstalter, die einfach mit dabei sein können. Ja, da ist noch jemand dabei. Du hast auch ein Fahrzeug dabei, das ist blau. Stell dich mal kurz vor, wie ist dein Name? Mein Name ist Eckhard. Eckhard, grüß dich. Ja, hallo. Ihr seid aus dem Norden? Ja. Ich komme auch von der Elbe praktisch. Von der Elbe hier Lauenburg, runter. Lauenburg, die Ecke Hamburg, also Lüneburg, das ist so. Wie lange fährt man hier? Oh, 5 Stunden, ne? Ungefähr, ja. 5 Stunden würde fünf ich sagen. Stunden, also ja. Die sind wir auch gefahren, 4 Stunden vom Saarland runter, um das Ganze mal zu zeigen. Hier steht er, der Landcruiser. Das sind zweimal die gleichen Fahrzeuge. Ja, im Prinzip schon, nur mit Veränderungen im Aufbau halt. Aber das kann der Bernd eigentlich viel besser erklären. Ja, ist ja in Ordnung. Ich frage einfach mal den Bernd, denn das Starke hierbei ist, das ist nicht gefaked, das Fahrzeug, das ist wirklich pur Offroad. Man nennt es Buschtaxi, auch nicht ohne Grund. Ja, die reinen Puristen würden jetzt vermutlich sagen, nein, ein Buschtaxi ist das. Das ist halt der 78er, das 78er Modell, weil das wirklich als Taxi auch genutzt werden kann. Das ist das 79er Modell, klassisch eigentlich der Pickup. Vom Toyota, es ist der GAJ79, der ursprünglich eine Pritsche drauf gehabt hat. Jetzt hat er eben halt bei beiden Fahrzeugen entsprechend eine Wohnkabine drauf bekommen von zwei unterschiedlichen Herstellern. Ja, der ist wunderschön. Die Farbe bei dir grau und schwarz, also ich hoffe, ich habe den Farbton richtig genannt. Grau, schwarz, silber, das Ganze eher so schlicht gehalten. Im Moment ist es deine Farbe? Ja, also wir haben schon geschaut, in welche Richtung soll es gehen. Wir fanden also hier vorne das Anthrazit sehr, 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 sehr schön und hatten zuerst überlegt, diese Farbe dann auch wirklich mit auf die Kabine zu übernehmen. Aber da Anthrazit halt dunkel ist und jetzt gerade bei der Sonne, kann es eben halt zu warm werden für die GFK-Platten, die da hinten mit drin sind. Und dann haben wir uns für einen etwas helleren Ton entschieden. Ja, das ist schön. Tor. Ist das ein Gott? Ja, das ist der Sohn von Odin. Man sieht so ein bisschen, wir sind den Wikingern verfallen, weil unser Hauptreiseziel ist eigentlich Island, wo wir dieses Jahr auch hin wollten. Wir haben es dann Corona-bedingt dann leider abgesagt. Das ist der Thors Hammer. Also wir mögen halt Island unheimlich gern und das ist auch nochmal so ein Wikinger-Kompass, den wir damit drauf haben. Vor dem Hintergrund gemacht, dass wir sagen, wir wollten die Fahrzeugfarbe, die Kabinenfarbe mit der Fahrzeugfarbe quasi wiederholen. Und einfach unserem Island-Fable so ein bisschen auch da wieder kundtun. Ja, da ist so ein kleines bisschen unter Bodenschutz drunter. Ein kleines bisschen ist gut, genau. Das ist von der Firma Timex gemacht worden. Da ist sehr, sehr massiver Unterbodenschutz drunter. Das ist gelackt worden, da sind 5 Schichten drauf. Plus jetzt in der letzten Woche nochmal gefettet. Also da ist jetzt eine ganze Menge gemacht worden, weil die Fahrzeuge einfach auch wert sind. Weil wir alle wissen, wenn sie vom Werk aus kommen, da muss man nachhelfen. Und so wird der Wagen sicherlich ähnlich wie das Vorgängerfahrzeug. Da hatte ich nämlich ein echtes Buschtaxi, 18 Jahre lang gehabt und da sah noch fast aus wie neu. Der Held, ja, der hat natürlich die Möglichkeit, überall hinzufahren. Das heißt, die entsprechenden Winkel sind angepasst. Da kommt man überall mit durch? Ja, überall ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Man kann eine ganze Menge mit den Fahrzeugen schaffen. Irgendwo sind natürlich immer Grenzen gesetzt. Aber grundsätzlich gesehen ist da schon mehr mit möglich, als man sich als Fahrer für gewöhnlich zutraut. Da steht drauf, Extremfahrzeuge, ist das der Aufbau? Das ist der Importeur. Extremfahrzeuge aus dem Süden Deutschlands. Da kommen beide Fahrzeuge her. Ja. Der ist ja einer der wenigen, die solche Fahrzeuge noch importieren. Original bei Toyota bekommt man so ein Fahrzeug nicht. Warum? Ich nehme mal an, das hat was Abgas, Spritmenge natürlich. Ist ein Benziner. Die verbrauchen natürlich gerne ein bisschen mehr, wenn man sie fordert. Und das dürfte der Grund sein, warum Toyota Deutschland sagt, nein, diese Art Fahrzeuge nicht. Aber sie sind die einzigen wirklich robusten Fahrzeuge aus meiner persönlichen Überzeugung. Und Extrem ist einer von wenigen Importeuren, die das einfach dann entsprechend mit reinholen. Ja, der hat richtig Bodenfreiheit, Allradgetrieben. Man kann wahrscheinlich Sperren zuschalten? Sperren sind alle mit drin. Wir haben jetzt da haben wir ganz kleine Unterschiede drin bei den Fahrzeugen. Das ist ein zuschaltbarer Allrad, der blaue. Mhm. Sperren hat er genauso mit drin und ich habe bei mir umrüsten lassen auf permanenten Allrad, aber auch natürlich mit den Sperren versehen.
Ja, jetzt habt ihr hier zwei verschiedene Dachtypen mit drin. Überhaupt sind die doch stark unterschiedlich, die Aufbauten. Das eine ist so eine Art, ich sag mal, ein Hubdach, was da kommt, und das andere ist so ein Dach, was komplett hochgeht. Richtig, das unterscheidet dann auch die beiden Aufbauer. Das mit dem Blauen, das ist von Custom Campers, das ist seine, ich sage jetzt mal nicht bös gemeint, Standardvariante, die sehr, sehr ausgereift und sehr gut auch ist. Mhm. Und bei mir hat das der Markus Hase von der Offroad-Schmiede gebaut, der da noch ein wenig, ich sag mal, filigraner herangeht, der sehr, sehr individuelle Aufbauten betreibt. Und der Wunsch, so wie es hier ist, ist primär jetzt von uns gekommen, dass wir gesagt haben, wir wollen unten schlafen im Auto, wir wollen aber Stehhöhe haben, wenn wir halt das Dach oben haben. Wenn wir aber in Schlechtwetter sind, Thema Island, möchten wir halt auch innen drin leben können, gescheit leben können, sofern eben halt wir das Dach unten halten müssen, weil einfach Sturm ist oder ähnliche Dinge. Ja, das ist ein Fahrzeug, was man wirklich dann 10, 15, 20 Jahre betreiben kann. Das heißt, so ist die Anlage auch angelegt bei euch? So ist es auch absolut, ja. Weil jeder, der in der Szene drin ist, weiß, was solche Fahrzeuge kosten, wenn man sie neu aufbauen lässt. Das ist kein Fahrzeug, was man nur 5 Jahre lang fährt, aus meiner persönlichen Überzeugung, sondern eher wirklich, was man Jahrzehnte fahren kann. Wenn man es entsprechend pflegt, dafür auch der umfängliche Unterbodenschutz und auch Hohlraumversiegelung. Was sind da für ein Lack drauf? Das müsste ich jetzt was den Markus fragen. Also der Markus hat entsprechend, dies oben drauf ist normaler Toyota-Lack. Das ist sogar auch eine Original-Toyota-Lackfarbe. Ja, aber das sieht so unglaublich robust aus. Das heißt, wenn da mal so ein Ast kommt oder so, da wird ihm wahrscheinlich nicht so viel abtun, ne? Ja, bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Aber er hat eben halt unten drunter noch eine weitere Fixierung mit drunter, dass auch der Lack eben halt sehr gut auch die Verbindung aufbaut zu den Aluminiumprofilen, die hier sind, auch zu den GFK-Profilen. Ach so, das sind, okay, ich habe verstanden. Das sind verschiedene Materialien. Genau, es ist ein Aluminiumrahmen, was aufgebaut ist mit GFK-Platten mit drin, was das Ganze halt auch entsprechend leichter macht. Ja, das sind mal ordentliche Fenster, oder? Ja, die Fenster wiederum, die sind wirklich kratzfest, die sind von Hühnerkopf mit reingekommen. Von Klaus. Von Klaus, ganz genau, richtig. Ich habe ihn das erste Mal auf der Messe drauf gesehen, fand ich gut, die sind halt robust und vor allem das Thema Schrammen war einfach so für mich etwas. Echt Klaus, oder? Ja, es ist Kunststoff, erstaunlicherweise. Ah, es ist Makrolon, richtig. Es ist Makrolon, aber mit einer gehärteten Schicht obendrauf, ja. Sodass man da eben halt sagen kann, da schrammt wirklich nichts drauf. Und da kommt auch keiner rein, die sind einbruchssicher. Das ist Genau. Also die haben mich einfach überzeugt, ja, sie sind natürlich schwerer als die einfachen, ich sag mal, Plastikfenster, das ist so. Aber sie haben aus meiner Sicht so viele Vorteile, dass ich da das Mehrgewicht da gerne in Kauf nehme und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt aus meiner Sicht. Schön ist die LED-Leiste, wie die da eingearbeitet ist. Ich habe sie zunächst gar nicht gesehen. So soll das auch sein. Und ja, wenn wir im Prinzip abends irgendwo mal gemütlich sitzen, ich kann die einzeln schalten da oben, diesen Dimmer und alles. Das war so ein kleines Gimmick, was wir da noch mit reingebaut haben. Wir fanden es ganz passend. Nutzlast, wie ist die von dem Fahrgestell? Das Fahrgestell insgesamt ist ein 3,5 Tonnen Fahrgestell und ich wiege leer mit dem Fahrzeug inklusive aller Flüssigkeiten ungefähr 3 Tonnen. Das heißt, ich habe da noch 500 Kilo Zuladung. Ja, ich denke, wenn man sich da ein bisschen zusammenreißt, dann ist das kein Problem, oder? Das sollte wirklich kein Problem sein. Wir hatten also bislang ein bisschen weniger mit unserem Buschtaxi gehabt und dadurch, dass wir schon viele Jahre solche Reisen machen, weiß man auch, was nimmt man mit und was lässt man besser zu Hause. So, hier vorne ist der Lufteinlass, der ist hochgelegt. Es gibt schon mal entsprechende Momente, wo das dann über den normalen Level geht? Oder ist das Serie beim Buschtaxi? Nein, das ist auch extra mit rangekommen. Der Wagen hat zwar von Haus aus eine relativ hohe Warttiefe, nennt man das. Ich meine, das sind 70 cm. Das ist schon eine ganze Menge, gerade wenn ich sag mal, im Fluss eine gewisse Strömung ist. Aber da kommt wieder Island ins Spiel. Wenn man da mal überraschend irgendwo ein tiefes Loch erwischt, was man so nicht einschätzen konnte, ist man ganz froh, wenn entsprechend der Lufteinlass einfach ein bisschen höher ist. Weil wenn wir Wasser im Motor drin haben, dann haben wir einfach ein Riesenproblem. Ich verstehe. Ja, da ist Benzin. Spritverbrauch, was, 20? Nee, liegen wir auf jeden Fall drunter. Ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht, weil ich habe den Wagen jetzt erst einmal betankt und das waren unfaire Verhältnisse, weil da immer nur Werkstattbesuche und ähnliche drin waren. Ja. Der Eckart, Kurzstrecke. Kurzstrecke, genau. Und der Eckart weiß es besser, wobei Eckart ein Sparwunder ist. Er schafft wirklich mit diesem Auto da mit einer 14 zu fahren, was dann natürlich Landstraße bedeutet. Wir liegen jetzt vermutlich ein bisschen höher. Wir haben von Hamburg hierher immer einen 110er Schnitt auf der Autobahn gefahren. Ich würde jetzt mal so vermuten, wenn ich meinen Tank mir angucke, dass wir um und bei 15 Liter haben.
Das ist an sich eine ganze Menge, deswegen importiert es vielleicht auch nicht Toyota. Ja, aber ihr steht ja auch öfter mal. Also es, ist ein reines Reisefahrzeug. Ein reines Reisefahrzeug. Es ist halt 4 Liter Hubraum. Es sind halt in meinem Feld bei mir drüben über 270 PS. Ich meine, die wollen auch gefüttert werden, wenn sie gefordert werden. Man kann den Wagen sicherlich so und so fahren. Du hast jetzt keine Markise dran. Ich habe keine Markise dran. Ich hatte ursprünglich eine geplant gehabt, die hier mit dran sollte, aber das sah optisch nicht wirklich schick aus und da hat mein Kabinenbauer gesagt, die baue ich dir nicht an. Das ist ein typischer Markus Hase. Ich habe dafür entsprechend hier oben Kederleisten dran. Okay, du kannst einen Sack dann einhaken, genau, oder? Genau, ich kann hier im Prinzip mir eine Markise reinhängen, okay, und die dann entsprechend mit Stangen einfach nur abstützen. Das ist auch ganz gut. Also, und wenn der Wind mal kommt, geht nichts kaputt, das ist der Vorteil. Wenn das kaputt gehen sollte, wäre es ehrlich gesagt nicht weiter wild. Und es ist schnell aufgebaut, schnell abgebaut. Das geht relativ schnell. Ja, tolles. Ihr könnt von innen nach außen einfach reingehen. Ja, richtig. Wir wollten es bewusst geschlossen zum Fahrerhaus hin haben, um im Zweifelsfalle auch einen kleineren Raum haben, was man beheizen muss oder was man beheizen kann. Entsprechend ist es noch mal ein bisschen Geräuschdämmung mit drin. Und der Vorteil ist natürlich Klimaanlage. Das heißt, die braucht nicht ganz so stark zu arbeiten. Wenn man vorne zumacht, dann wird es auch mal richtig kühl. Wir haben ja jetzt immer mehr Sommer mit 35 Grad und Co. Ja, wobei hinten haben wir natürlich keine Klimaanlage. Hinten haben wir nur Heizung. Das liegt aber halt, wie gesagt, unser Reiseziel ist Island. Da brauchen wir eher Wärme statt Kälte. Aber vorne, das Fahrerhaus natürlich, wenn die Tür zu ist, kühlt wesentlich schneller natürlich runter. So ist das. Ja, hier vorne ist so ein kleines Gimmick. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Da vorne steht noch drauf mit dem Edding Klappe. Ist noch drauf. Man sieht, das Fahrzeug ist neu. Aber das ist natürlich belastbar, oder? Es ist hier entsprechend genietet. Das macht einen sehr robusten Eindruck. Wenn du mal kurz draufsteigst, sagen wir es lief. Kein Problem, oder? Das ist völlig problemlos. Ja. Es funktioniert und wir wollten ganz bewusst so eine Lösung haben. Aber wie gesagt, wir möchten keinen Tritt, kein gar nichts haben. Ich möchte unten vom Boden völlig flexibel sein. Wir fanden die Variante für uns einfach die beste Variante. Man kann es halt vernünftig gut hochklappen, dann kommt der zweite Teil von oben entsprechend runter. Es hält wirklich aus. Und da darf ich mal kurz mal reinschauen? Wenn ich vorher aufräumen kann, ja. Ja, darfst du. So. Okay. Ich mache mal kurz von außen, ich gehe mal kurz drum rum, ja, dass die Leute das mal komplett sehen. Denn es ist eine kleine Augenweide und sowas sieht man ja nicht alle Tage. Wie cool. Hier vorne so kleine Details wie die Seilwinde, die drin ist. Von T-Max. Und der Unterfahrschutz, der drunter ist. Ja, das Auto ist wirklich nagelneu. Toll. Und hier haben wir die Außenansicht. Ja, die Funkantenne ist oben drauf, dass man auch untereinander wahrscheinlich sich unterhalten kann, funken kann. Ich zeige euch mal gerade. Sieht aus wie ein Luftfahrwerk, was drin ist, was hier verbaut ist. Werden wir aber gleich nochmal die Frage stellen. Ja, könnte sein. Oder zumindest mal verstellbare Dämpfer. Und hier sieht man nochmal den Unterbodenschutz. Extrem. Ja gut, alles ist irgendwie extrem. Edelstahl, Auspuffanlage drunter. Da ist sie. Und die Rückansicht. Mit Anhängerkupplung sehe ich jetzt gerade hinten dran. Das heißt, man zieht auch schon mal was damit, oder? Also man kann schon mal was damit ziehen. Es sind 3,5 Tonnen Anhängerlast. 3,5 Tonnen nochmal? Ja, okay. Die ich hinterher ziehen könnte. Ab und zu nutzen wir es auch mal, jetzt zwar nicht zwingend in dem Gewichtsbereich, aber grundsätzlich gesehen wollen wir uns die Möglichkeiten offen halten. Die Außendusche darf nicht fehlen. Die habe ich eben schon gezeigt. Ja, da darf man kurz vorgehen? Einfach mal rein. Ja, ich guck mal gerade, dass ich noch nie hier drin gewesen. Kurz mal das Raumgefühl mal testen. Ja, komm mal ruhig rein. Das ist schon luftig, wenn hier alles auf ist, gell? Muss es auch sein letzten Endes. Also bei diesen Temperaturen jetzt, ich bin ganz froh, dass ein bisschen Wind da ist. Gestern Abend war es dann schon relativ sehr, sehr, sehr warm. Da war kein Wind, da ging eigentlich gar nichts mehr. Aber das ist das Prinzip, was wir auch gerne haben wollten. Dass wir halt bei Schlechtwetter machen wir einfach dann die Seitenteile entsprechend hoch. Dann kann es draußen regnen, das ist uns egal. Es kann sogar relativ stark windig sein, weil das extrem robust aufgebaut ist. Aber so bei solchem Wetter, so wie es jetzt ist, einfach runtermachen, durchziehen lassen. Ja, stark ist, man steht wirklich im Pickup. Ich habe eben gerätselt, ist hier ein Luftfahrwerk drin, oder? Nein, es ist zwar ein größeres Fahrwerk mit drin, von Taubenreuther aufgebaut, beziehungsweise das ist nicht Taubenreuther. Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Nicht schlimm. Es ist ein etwas hügeliges Fahrwerk mit drin.
toll. Also hier vorne, Umbau zum Bett, dauert das lange? Nein, es ist sicherlich ein bisschen aufwendiger als, ich sag mal, bei den Klappdach-Varianten. Ich baue das Bett um, im Prinzip der Tisch kommt runter. Hier kommen zwei Bretter rein, die wir im Alkoven liegen haben. Und die Rückenlehne, die du da siehst, die macht dann quasi den Gang zu. Alkoven? Wo ist der Alkoven? Ach, zum Schlafen? Nee. Nein, um Gottes Willen. Das ist unser Staufach. Okay. Womit wir ein weiteres Polster, das können wir auf den Tisch mit drauf haben. Hinten sind unsere Schlafsäcke mit drin. Also alles, was leicht ist, was aber Volumen hat, ist hier vorne mit drin. Ist wunderbar, es ist weg, es stört uns nirgendwo. Und das sind dann teilweise Dinge, die wir dann zum Bettenbau benötigen. Ja, was cool ist, damit das Dach auf keinen Fall abhebt, habt ihr ja nicht nur eine Sicherung drin, sondern... Nein, das ist auch wieder ein typisch Markus Hase. Notwendig sind eigentlich bestenfalls nur die an den Ecken, die vier. Wobei das Dach von alleine schon relativ gut gewichtig ist. Und man hat immer zusätzlich nochmal kleinere Ösen mit drin, damit die Plane auch vernünftig liegt. Ja, ich denke, das ist auch, wenn es da nicht knarzt oder irgendwas ist, dass man schön anziehen kann. Genau. Das ist auch Fahrkultur. Darf man hier sitzen während der Fahrt? Nein, ist nicht zugelassen. Nicht zugelassen, das heißt vorne. Sitzplätze zwei? Zwei, richtig, zwei eingetragene. Ihr habt doch Solar drauf? Wir haben Solar drauf, richtig. Ich guck mal gerade, hier ist die Solar. Votronic mit USB direkt mit drin. Langt das? Achso, ihr könnt es ja nicht sagen. Also es wird lang von den Erfahrungen her, was wir vom Vorgängerfahrzeug gehabt haben. Wir haben jetzt hier die doppelte Solarkapazität drauf. Wir haben Lithiumbatterien eingebaut. Wie viel Kapazität habt ihr ungefähr? Also Lithiumbatterie hat 150 Ampere. Ja, ich glaube, das langt. Das ist ein langt mit Sicherheit für das Fahrzeug im Prinzip, weil wir haben relativ wenig Stromverbrauch. Wir haben die Kühlbox unten mit drin. Wir haben ansonsten LED. Das reicht sicherlich. Und wir sind eigentlich vom Reiseverhalten her eher so, dass wir uns jeden zweiten Tag weiter bewegen. Also da haben wir strommäßig mehr als genug. Okay, Reserve. Das heißt, ihr habt einen Ladebooster mit drin, der lädt dann die Batterie während der Fahrt? Der lädt während der Fahrt, genau. Die Solar lädt jetzt während dem Stand und ich habe noch einen Landstromanschluss. Gut, den kann ich hier nicht gebrauchen, aber für gewöhnlich werde ich ihn insgesamt auch sehr selten brauchen. Kann ich mal kurz hier hinsetzen. Die Klappen, wie ist das gemacht? Auf- und zumachen? Ist das schwer? Also, nein, das ist ganz einfach. Hier ist unsere bewusst vereinfachte Wasserversorgung. Wir haben ganz bewusst Kanister gewählt. Ja. Vor dem Hintergrund, dass man die Kanister gut rausnehmen kann und ich kann mal zu irgendeinem Wasserhahn hingehen und einfach mal die Kanister einfach auffüllen. Wir wollten keine fest eingebauten Tanks haben, weil die dann doch teilweise schwerer zu reinigen sind. Und ähnliche Dinge, dann hängen sie unterm Wagenboden, da habe ich keinen Platz mehr, weil ich habe das bei mir unten drunter alles umgebaut. Insofern, wir sind hiermit wunderbar zurechtgekommen. Es ist eine einfache Variante, wobei ganz einfach auch nicht mehr. Früher war das normal Kaltwasser, mittlerweile habe ich eine Heizung mit drin, dass ich auch das Wasser sogar erwärmen kann. Man wird älter. Vollkommen richtig, man wird älter, man wird bequemer, deswegen auch diese Variante jetzt hier, die wir haben. Es ist ja auch ein Konzept, was wir auch im Rentenalter noch fahren wollen. Mhm. Oben auch das Hühnerkopffenster? So ist es, ganz genau. Die hat er ja, so nur ist es jetzt mittlerweile auch nicht mehr, aber ich finde die sehr, sehr gut, auch gerade mit dem Stoßdämpfer, dass sie wirklich in jeder beliebigen Stelle bleiben. Zeig mal bitte, wie geht das? Bleiben können. Macht im Prinzip auf, muss den einmal mit lösen und dann kann man den loslassen und er bleibt in jeder Stellung dann quasi stehen, wo man es ja gerne haben möchte. Ach so, schnell? Das ist alles, genau. Und die geht halt sehr weit auf, dass man wirklich dann auch rauskommen kann, wenn man der möchte. Ja, Thema Überfall ist jetzt in Island nicht so, habe ich noch nie gehört, oder? Nicht wirklich. Natürlich gibt es da auch Kriminalität, aber es ist eher Kleinkriminalität. Also aber hier jetzt mal reinzukommen, also irgendeinen Schlauch reinzustecken, also bei den Hühnerkopffenstern, ich glaube, das geht, kriegt man nicht also, so schnell. Man kommt, glaube ich, in dieses Auto wesentlich leichter rein, entweder vorne rüber, über die Fahrertüren oder im Zahlsfalle, ich sag mal ganz aus, mit dem Dosenöffner, nein, also sprich mit der Flex durch die Wand durch, die Fenster von Hühnerkopf, die sind gefühlt einbruchsicher. Okay, klasse. Ja, vorne die Schalter, die haben auch nochmal so einen Kunststoffschutz mit drüber, das ist alles schön gemacht, auch hier dieses... Alcantara, was ist das hier? Völlig korrekt, genau, das ist Alcantara, was wir da verarbeitet haben, das haben wir selbst gemacht. Das haben wir im Nachhinein quasi vom Kabinenbauer dann ihm abgenommen und gesagt, pass mal auf, das ist eine Verkleidung, die wollen wir gerne selbst machen. Das ist unglaublich pflegeleicht. Ich glaube, das kriegst du nicht verschmutzt, weil du kannst es jederzeit abwaschen mit Wasser oder ein bisschen Spüli rein. Also ich habe selbst Alcantara, wenn da irgendwas drüber läuft, also ein Wunderstoff. Und hier wieder mal, wahrscheinlich habt ihr das irgendwo euch machen lassen. Ja, richtig, genau. Das könnte meine bessere Hälfte sagen. Ganz ehrlich, da haben wir es auch gemacht so als optischen Hintergrund, nicht nur, weil da halt Tor draufsteht oder Thor draufsteht, sondern das Problem ist, da ist ein Winkel mit drin. Das heißt, da mussten wir Alcantara ansetzen. Mhm. Und den Ansatz sieht man natürlich und jetzt sieht man ihn nicht mehr und so sieht es auch viel schicker aus. Ja, das stimmt. Hier vorne habt ihr nochmal so ein Dreieck reingemacht. Hat das einen Grund? Das ist der Radkasten. Da fängt der Radkasten an und das haben wir nur entsprechend ein bisschen mit verkleidet. Ja, toll. Das Ganze kann man durchputzen. Ihr habt eine Luftheizung mit drin? Wir haben eine Luftheizung mit drin, ganz genau. Engel, da ist der Kühlschrank? Das ist der Kühlschrank, richtig. Das haben wir als Schubladenbox.
Okay, die Thüringer? Die Thüringer, ja, ein bisschen verfliegend muss sie ja sein. Schön. Und da, was ist da drin? Oben sind normal Stauboxen mit drin, wo wir zum Ziehen kann man die rausziehen. Die kann man rausziehen. Also das ist jetzt aber ganz normal einfach. Das wollen wir bewusst einfach halten, ja. Weil einfach ist robust. Robust ja. Kann nicht kaputt gehen. Und vielleicht noch als Gimmick, weil den Luxus haben wir uns einfach mal gegönnt. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ein Klo. So ist es. Und dann eine Trenntoilette. Die Trockentrenntoilette, ganz genau. Ja, das ist ganz genau. Sieht man jetzt immer öfter. Man riecht es gar nicht. Auch da müssen wir ehrlich gesagt sagen, da kann ich nur auf Erfahrungswerte von guten Freunden zurückgreifen, auch von nebenan, die schon länger jetzt genutzt haben. Man riecht es wirklich nicht. Selbst ohne die Belüftung, die wir jetzt mit eingeschaltet haben, selbst das funktioniert. Gute Freunde von uns haben das probeweise ein Vierteljahr lang im Wohnzimmer aufgebaut und wirklich auch genutzt. Es ist völlig problemlos. Also nochmal für alle, die gerade zugeschaltet haben, das ist eine Toilette, macht man glaube ich vorne Pipi rein und hinten das Feste. So ist es, so sieht sie im Prinzip geöffnet aus, sie ist Gott sei Dank sauber. Im Prinzip, das ist, wenn man halt nur, ich sag mal, Flüssigkeiten loswerden möchte, also auch für Frauen funktioniert es, weil für die haben es ein bisschen schwieriger mit dem Treffen. Es läuft dann automatisch hierüber rein. Und wenn man halt mehr machen möchte, dann macht man halt entsprechend auf. Und hinter ist eine Kokosfaser, die quasi nur dafür da ist, um quasi die Restfeuchtigkeit aus, ich sag mal, dem zweiten Teil des Menschen sozusagen zu entnehmen. Und die wird dann quasi auch noch über diesen Lüftungsschlauch mit nach hinten rausgelassen. Und das ist Entleeren von dem festen Teil, wie geht das? Das geht relativ einfach. Ich muss hier links und rechts, das geht normalerweise noch einfacher. Wir haben hier nur dieses Schubladensystem, zwei Schrauben lösen. Dann nehme ich die gesamte Box raus. Dann ist es einfacher und dann löse ich den und die andere Seite genau das gleiche. Entsprechend dann kann ich den oberen Teil abnehmen und dann habe ich es in der Hand. Und dann wird es einmal umgekippt, großen Beutel und gut ist. Und das ist Kompost. Das ist Kompost, genau. Das ist dann wirklich Kompost, was man nutzen kann, wenn man entsprechend einen entsprechend passenden Garten hat. Oder ich sag mal, es geht in den normalen Restmüll mit rein, weil es weniger Dreck macht als eine normale Windel. Wenn ich darf, würde ich mal gern noch mal nebenan mal kurz reinschauen, wenn wir mal den Kollegen mal fragen, ob wir da mal reinhalten dürfen. Das sollte, glaube ich, kein Problem darstellen, aber denn fragen sollten wir natürlich. Genau, wir fragen einfach mal kurz, weil der Grundriss ist wahrscheinlich ganz anders wie bei dir. Es ist ein anderes System, ganz genau. Ja, dass wir das mal zeigen. Also hier oben ist das Aufstelldach, was mit dabei ist. Dürfen wir da rein? Okay. Wir dürfen rein. Gut. So, wir haben gefragt. Hier vorne, das ist jetzt ein anderer Aufbauer, richtig? Das ist ein anderer Aufbauer, genau. Das ist jetzt Custom Campers. Ja. Bei mir war es ja die Offroad-Schmiede. Ja. Und Custom Campers hat relativ fertige Grundkonzepte aufgebaut, die dadurch aber auch entsprechend sehr ausgereift sind. Okay, das heißt, hier sind keine Experimente wie bei dir, dass man das nochmal testen müsste, sondern man hat ein richtiges Schloss hier drin. Das hast du, glaube ich, auch, ne? Selbstverständlich, ja. Genau, richtig. So, cool. Ja, da oben ist die Dometic ist drauf. Ja, gehen wir jetzt am besten mal rein, oder? Ja, mal rein. So, das mal kurz mal schauen. Hier ist ein Fliegengitter mit dabei. Ah, das kann man so hoch. Das ist ja praktisch. So, und das Aufstelldach hat natürlich einen Winkel. Das heißt, es verjüngt sich dann nach innen. Hier kann man auch mal ins Auto reingucken. CB-Funk habt ihr mit drin? Ja. Wahrscheinlich, um euch selbst zu unterhalten? Ganz genau. Um einfach selbst ein bisschen mal hier am Zahlsfall auch mal Quatsch zu machen über Mikrofon. Aber wichtiger natürlich, gerade wenn wir als Gruppe unterwegs sind, mal zu gucken, Mensch, links, rechts oder auch im Zahlsfall mal eine Warnung zu geben, Achtung, Stau oder Mensch, vor mir irgendjemand, irgendwas ist da passiert. Aber prima natürlich einfach, dass man sich zwischendurch unterhalten kann. Hat auch viel Platz. Hat auch viel Platz, ist halt ein anderes Konzept, ist halt wesentlich höher vom Aufbau her. Hat Vorteile, man hat halt noch ein bisschen mehr Raumgefühl, definitiv. Hat Nachteile, wenn ich jetzt unser Reiseziel mir angucke, ist natürlich ein Ticken windanfälliger, als wir jetzt mit dem etwas flacheren Aufbau sind. Ich zeig mal gerade, schlafen tut man wahrscheinlich auch hier auf dem Sofa. Schlafen tut man oben? Oben, genau. Also man hat beide Möglichkeiten. Man klappt das dann runter, oder? Genau. Man hat also hier bewusst, hat er ein relativ breites Modell gewählt, das breiteste, ja, was Custom Campers anbietet, weil sie einfach immer bei schlechtem Wetter auch unten schlafen wollen, unten schlafen können, und zwar quer. Okay, dann das heißt, das Dach bleibt unten. Und das Dach unten, genau. Und dann kann man auch dann noch hier relativ gut unten sitzen, auch wenn das Dach unten ist, das funktioniert. Und hier muss man auch wissen, es sind halt zwei Leute plus Hund. Deswegen hat man auch hier bewusst ein bisschen mehr Platz sich einfach gelassen. Also meine Frage ist, wenn das Dach jetzt offen steht in Island und da ist auch schon mal kalt, ja, wie ist denn das mit der Isolierung? Ist da außen denn noch ein Schutz? Bringt man den an oder wie läuft das? Wenn man eine gute Heizung hat, braucht man das. Hat die Power. Genau, also das ist völlig problemlos. Wir haben auch ein Klappdach vorher gehabt, ein seilig angeschlagenes, auch von der Markus Hase von der Offroad-Schmiede.
Das hat wunderbar gereicht mit der Heizung. Das ist kein Problem. Man liegt im Schlafsack drin, mögen wir eh ganz gern. Und insofern reicht das vollkommen aus, um das dann entsprechend von der Wärme da zu haben. Gut. Und das funktioniert per Diesel, die Heizung bei euch? Oder? Mit Benzin. Ah, Benzin war es. Genau, also. Wenn du mal so lieb bist, da oben mal aufmachst, würde mich mal interessieren. Vielleicht können wir auch die Vespa rauslassen, ja, die gerade drin ist. Denn, das muss ich jetzt mal testen, weil wie gesagt, das ist jetzt auch nicht so ganz... Stark. Weil üblicherweise... hat man nämlich beim Aufstelldach nämlich keine Fenster drin. Das ist schon gut gemacht hier. Genau. Toll, vielen Dank. So, und hier vorne kann man es dann runterlassen. Ja, schön ist, man braucht das Bett nicht jedes Mal umbauen. Das heißt, also das hat mich immer so ein bisschen, wenn man auf Natur in Australien mit dem Bus und da muss man jedes Mal das Bett umbauen. Aber ich denke, wenn man da geübt ist, ein gutes Team, dann ist es Sache von 5 Minuten. Genau, also das ist Geschmackssache. Es hat Vor- und es hat Nachteile. Und hier eben einfach... hat es halt Vorteile, weil man mehr Fläche hat, man kann oben im Zweifelsfalle kann schon jemand gut schlafen, wenn unten auch der Sitzbereich komplett genutzt werden kann. Das ist bei uns drüben ein Ticken anders. Bei uns ist es halt so, entweder das Bett ist da oder die Sitzfläche ist da. So, hier unten sieht man auch die zuschaltbaren Antriebe, die jeweils mit dabei sind. Ganz unten sind 2 Knüppel. Die fahren sich von der Lautstärke her, ist das okay? Absolut leise. Also selbst, es ist ja ein Benziner, der läuft schon mal wesentlich ruhiger. Ich habe bei mir jetzt relativ neu die MTs drauf, also die grobe Profilierung mit drauf. Die Reifen. Die Reifen, genau. Und selbst die sind relativ leise vom Abbaugeräusch, da müssen sie ja mittlerweile sein. Also die Fahrzeuge sind sehr, sehr reisetauglich, auch was solche Lautstärken angeht. Sind gut gedämmt. Sehr schön. Denn das ist ja immer, wenn man jetzt länger unterwegs ist, die Frage, ob man einen Kopfhörer braucht oder nicht. Da drin ist die Toilette wieder, die Trenntoilette, die gleiche? Genau die gleiche, richtig, richtig. Also wir haben einige Sachen hier parallel quasi gemacht, weil es halt ein guter Freund auch von uns ist. Wir haben einige Investitionen gemeinsam getätigt. Er ist genauso überzeugt. Und die ist auch schon länger in Benutzung und man riecht auch hier nichts. Ja, man riecht gar nichts. Da oben drauf, was ist da oben drauf? Da hat er sein Waschbecken. Ich frage mich aber nicht, wie das funktioniert. Das habe ich noch nicht getestet bei ihm. Das ist nicht so schlimm. Da haben wir es. Genau. Stark. Das heißt, der Tank, wie viele Liter hast du nochmal bei dir? Bei mir habe ich 40 Liter maximal, die ich so mitnehmen kann. Und wenn ich mal in Regionen reinfahre, wo ich es mal mehr brauche, dann hänge ich mal irgendwo noch einen Kanister mit ran. Das man hat aber beim Duschen ein anderes System. Also man duscht praktisch wassersparsam. Ja, definitiv. Also es geht mit wenig Wasser und man ist deswegen trotzdem kein Ferkel. Das funktioniert. Also wenn du mal ganz kurz zur Seite gehst, dann zeige ich mal gerade die Küche. Das ist schon sehr schick, sehr reduziert, aber ich sag mal schön. Zeitlos. Also ich denke ja, also er hat sogar noch mehr drin als wir, weil er hat neben einer Spüle auch noch einen Kocher mit drin. Mhm. Ich habe bei mir nur die Spüle mit drin und ich habe einen separaten Kocher, weil innen drin kochen eigentlich so gut wie nie bei uns vorkommt. Mhm. Das wird er genauso wenig machen, weil wer kocht in so einem Raum dann schon irgendwie mal einen Fisch oder ähnliche Dinge, das macht man hier drin einfach nicht. Das will man nicht. Das ist Ferkelei. Schön. So, dann gehe ich nochmal ganz kurz in die Ecke, dass die Leute, die beschweren sich nämlich immer, dass man nicht alles mal so zeigt vom Raum her. Ich habe ja nicht das riesen Weitwinkel hier drauf, dass wir das mal gerade zeigen. Also da, ja toll. Was muss man ungefähr ansetzen? Ab wo geht's los bei so einem Auto? Ungefähr eine 250.000? Nee, das braucht man nicht. Aber ich sag mal, es geht los im sechsstelligen Bereich. Also ich sag mal, so ab 110 irgendwo kann man schon sagen, kriegt man so die ersten Dinge. Aber so sinnvoll, so 150, da kriegt man also was für? 150, 160, da kann es hinwandern. So in groben Zügen, da hat man schon sehr, sehr schöne Modelle, richtig. Ist der entsprechende Wiederverkaufswert, ist der hoch? Fahrzeuge sind gefragt? Ich würde mal behaupten, ja. Also wenn wir jetzt keine Riesenprobleme bekommen mit Benzin betriebenen Motoren und ähnliche Dinge, wird der Wiederverkaufswert ziemlich konstant bleiben bei diesen Fahrzeugen. Das heißt, man kriegt auch nach einiger Zeit noch richtig viel Geld für, oder? Definitiv. Also ich hatte ja gesagt, ich hatte einen Buschtaxi vorher gehabt. Das habe ich mehr oder weniger zu dem Preis verkaufen können, wie ich es vor 18 Jahren gekauft habe. Wahnsinn. Ja gut, da gab es ja noch eine Wertsteigerung. Da gab es dann sogar im Endeffekt noch wirklich eine echte Wertsteigerung, ganz genau, weil diese Art Fahrzeuge, das war mit 4,2 Liter Saugdiesel, die kriegt man halt nirgendwo mehr. So, wir gehen ein bisschen schnell raus. Wir haben noch 1,5 Minuten. Dann machen wir die Abmoderation, zeigen nochmal kurz beide Fahrzeuge und stellen nochmal die Firmen vor, die gebaut haben. Also auf der rechten Seite hier, wir haben es eben vorgestellt, ein Aufbauer, der kommt aus welchem Ort, kommt der? Der kommt westlich von Hamburg. Ja. Der Name? Das ist die Offroad-Schmiede, ja. Markus Hase. Okay. Und der hier? Das ist Custom Campers, die kommen eher aus dem mitteldeutschen Bereich, okay. Ist aber auch bekannt in der Szene. Ja, super. Ja, vielen, vielen Dank für den netten Einblick in die tollen Autos, die Jungfernfahrt mit einem Buschtaxi-Typ nochmal. Wie war das nochmal? 100? GRJ 79. GRJ 79 von Toyota. So, Dankeschön. Tschüss. Tschüss.